In Europa hat der Ukraine-Krieg alles verändert. Aber wie ist das zum Beispiel in den USA? Was ist in den USA vom Ukraine-Krieg zu spüren? Ich habe einen Gast bei mir, den ich sehr herzlich begrüße, Ingo Zamperoni, Mr. Tagesthemen. Vielen Dank. Für Sie sind gerade vor einigen Wochen aus den USA gekommen. Sie haben jetzt zu den Midterms, zu den Zwischenwahlen, sagen wir mal so, ja, noch einmal in den USA gedreht. Wie ist die Stimmung da? Wie guckt man auf diesen Krieg in der Ukraine? Also der ist schon präsent, allein auch in den Medien, in den Schlagzeilen, auch in den Nachrichtenkanälen sieht man ihn schon, zumal auch die US-Regierung unter Joe Biden sehr involviert ist. Die Unterstützung der Ukraine, die fahren gerade die Amerikaner von Anfang an sehr, sehr hoch. Aber so im Alltag ist es dann doch auch schon sehr weit weg. Ich vergleiche das immer, wie weit oder wie nah waren uns hier Kriege in Syrien oder im Jemen. Das nehmen wir wahr, das nehmen wir auf. Aber es hat uns dann erst tangiert, als hier Flüchtlinge und Geflüchtete ankamen. In den USA im Alltag, gerade wenn man so im Herzland unterwegs war, wo wir diesen Sommer waren, in der Mitte des Landes, wo die Küsten auch noch sehr weit weg sind, sage ich mal, gefühlt, da ist das jetzt nicht so, dass dass die Leute so sehr bewegt. Was sie schon merken, ist, wenn der Sprit plötzlich sehr viel teurer ist, als es für amerikanische Verhältnisse üblich ist, oder dass die Inflation derzeit auch dort unheimlich vielen Menschen das Leben schwer macht. Das wird dann schon auch gespürt, und dass das in gewisser Weise auch mit diesem Krieg zusammenhängt, das kommt da schon an. Aber es ist nicht so vergleichbar wie mit uns hier in Deutschland, wo wir nur ein Land entfernt sind von der Ukraine. Sie haben ja nicht nur Amerikanistik studiert und in den USA studiert, sondern Sie haben auch eine amerikanische Frau. Genau, also mein Lebensthema sozusagen. Das ist Ihr Lebensthema quasi. Und Sie haben jetzt die zweite Dokumentation gemacht. Wenn man bei Ihnen die Dokumentation von damals sich anschaut, dann kann man sehr viel finden, was darauf hindeutet, das könnte mit ihm klappen. Und das war sogar in ihrer eigenen Familie so. Ich würde gerne einen ganz kurzen Ausschnitt mal zeigen aus der damaligen Dokumentation, weil da war eine sehr schöne Situation mit ihrem Schwiegervater, den sie nicht verstehen konnten in der Reaktion zu Trump. Genau. Dieser Präsident ist auf so vielen Ebenen anders als alle davor. Naja, es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Viele Republikaner, viele, die ihn gewählt haben. Aber ich wähle die Partei und deren Politik. Ich sollte seine Persönlichkeit eigentlich nicht ignorieren, aber ich tue das. Keiner ist perfekt. Ich mag seinen Charakter nicht. Ich mag nicht, was er sagt. Ich mag nicht, wie er Leute kritisiert. Aber ich mag, was er tut. Es war eine ganz authentische Reaktion von vielen Amerikanern. Wenn man mit Amerikanern gesprochen hat, dann sagten die immer, ja, den Kerl finden wir furchtbar, so wie ihr Schwiegervater auch. Aber es gibt bestimmte Gründe, warum ich den wähle. Wie kann man sich so unterschiedlich entscheiden? Ich glaube, es liegt in erster Linie auch daran, dass es in den USA dieses Entweder-Oder-Wahlsystem nur gibt. Es gibt nur eine Partei A und eine Partei B. Und wenn man irgendwo dazwischen liegt oder zumindest eine Wahl ausschließt für sich, dann bleibt einem ja nur die Alternative. Und wenn diese Partei dann einen Kandidaten wie Donald Trump aufstellt, dann, ja, dann haben das Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner so gemacht, dass sie sich wie mein Schwiegervater die Nase zuhalten und dann trotzdem dafür wählen. Weil nicht wählen für viele auch keine Alternative ist. Und es gibt nicht so eine Art Protestwahl, die man dann machen kann, oder so ein Ausweichsystem. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es viele gibt, die dann sagen, okay, persönlich kann ich mit dem nichts anfangen, aber vieles, was da entstanden ist, die großen Steuerreformen und auch die Wahl der drei obersten Richter am Supreme Court und so, das sind alles Punkte, die für mich wichtig sind. Und dann kann ich das ausblenden, was da sonst so passiert. Wir sprechen ja nicht deswegen über Donald Trump, weil wir über die Vergangenheit sprechen wollen, sondern weil er möglicherweise auch eine Zukunft hat. Was haben Sie denn bei Ihren Dreharbeiten für Reaktionen in der Bevölkerung gefunden, bei den Amerikanern? Hat er aus der Stimmungslage in den USA eine Chance? Also eine Chance, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist noch ein Tick zu früh zu sagen, ja, Präsident Trump wird ja immer noch genannt, auch in den USA. Das macht man mit ehemaligen Präsidenten bis ans Lebensende. Er wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor sein in der Partei, in der republikanischen, weil er so viel Gewicht in die Waagschale bringt. Und auch jetzt bei den Vorwahlen, den Zwischenwahlen, den Midterms haben wir gesehen, dass wir viele Kandidaten unterstützt haben, die dann eben auch sich durchgesetzt haben. Ob er tatsächlich dann noch der Kandidat der Republikaner wird,
Da sind schon viele, auch mein Schwiegervater, den wir dieses Jahr, diesen Sommer auch wieder getroffen haben. Was sagt er denn jetzt? Ja, der sagt auch nach wie vor, ich finde ihn nicht gut. Ich würde ihn, wenn er der Kandidat würde, auch wieder wählen. Aber der setzt so mehr seine Hoffnung auf Jüngere in der Partei, wie Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida. Wo andere wiederum sagen, meine Frau auch, der ist fast noch gefährlicher in Anführungsstrichen als Trump, weil der dieselbe Politik fährt, aber bekömmlicher herkommt, nicht so rüpelhaft polternd, den kann man noch viel mehr akzeptieren in gewisser Weise für viele Wählerinnen und Wähler. Und das ist, glaube ich, so, die Sache ist noch nicht ausgemacht. Also ich glaube, da wagen sich noch viele nicht aus der Deckung. Viele warten so ein bisschen auch diese Midterms ab, um zu schauen, wie fällt denn da das Ganze aus, und daran wird es abhängig gemacht. Ich glaube, meine Frau würde sagen, Trump wird auf jeden Fall antreten, allein um irgendwelchen juristischen Dingen aus dem Weg gehen zu können, denn sollte er Präsident werden, hätte er erstmal wieder Immunität. Also das ist so ein Argument dafür. Ich glaube, in erster Linie gefällt ihm die Aufmerksamkeit, dieses Spiel mit der Frage, kommt er nicht? Alle stehen so ein bisschen gebannt wie die Kaninchen vor der Schlange, und damit spielt er unheimlich gerne diese Aufmerksamkeit. Das ist das, was er in erster Linie braucht. Wenn Sie die Situation und die Atmosphäre, die Sie jetzt auch erlebt haben, vergleichen mit der Zeit vor der Wahl von Trump, wie unterscheidet sie sich? Ich glaube, sie ist eher, hat sich sogar eher verstärkt. Also Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass er gewählt wurde von vielen, die sich entweder abgehängt fühlten oder gesagt haben, die Wirtschaft ist so viel wichtiger, da muss mehr getan werden. Und jetzt mit Inflationsrekordwerten und auch mit dem teuren Spritpreis und wo viele es eben schwer haben, über die Runden zu kommen, ist das ein Feld, ein Umfeld, in dem eine Trump-Botschaft natürlich sehr gut reinpasst. Insofern, die Stimmung, glaube ich, auch diese Teilung in der Gesellschaft, diese Spaltung, die hat sich noch mehr zementiert, habe ich das Gefühl. Es ist noch mehr politischer, egal was man macht, ob jetzt Covid oder Klimaschutz, es ist immer gleich entweder oder. Wir gucken eigentlich überrascht über das, was da passiert, mhm, und auch über diese Aufteilung, obwohl wir ja ähnliche Tendenzen auch in anderen Ländern haben, auch in Italien im Übrigen, massive Tendenzen, sagen wir mal, zwischen zwei Blöcken in der Bevölkerung. Müssen wir später noch drüber reden. Wenn Sie aber noch mal auf die Familiensituation zurückkommen, war das ein handfester Streit in der Familie oder hat man sich sehr ruhig und argumentativ wie auf dem Golfplatz ständig unterhalten darüber? Also ich habe das Glück, oder wir haben das Glück in unserer Familie, dass da der Gesprächsfaden auch nicht gerissen ist. Und dass auch meine Frau sagt, ist es mir das wert, über wer auch immer da jetzt gerade im Weißen Haus sitzt, mit meinem Vater zu brechen? Und dann sagt sie sich, nein, ist es nicht. Und dann sage ich, okay, mein Vater wird immer so wahrscheinlich bis ans Lebensende so jetzt denken, auch wenn er vielleicht früher anders gewählt hat. Und ich bin aber genauso auf meiner Schiene, wenn man so will. Und trotzdem finden wir da einen Weg und kommen da zusammen. Aber es gibt viele Familien in den USA, wo das nicht mehr der Fall ist, wo man sich dann streitet. Wir gucken noch eine zweite Szene an, weil Ihre Frau da mit ihrem Vater diskutiert, und zwar in der Küche. Trump hat mehr in 47 Monaten erreicht als Biden in 47 Jahren. Hoffentlich wird er nicht viel länger als 47 Monate im Amt sein. Ich finde es gut, was er gemacht hat. Und deshalb wähle ich die Partei, nicht ihn. Ja, aber die Republikaner sind Trumps Partei geworden. Es ist nicht mehr die Partei, die du früher gewählt hast. Die Demokraten sind auch nicht Bidens Partei. Die Rücken nach links haben aber nicht so eine Schieflage wie die anderen und sind nicht zur Partei einer Kultfigur geworden. Die Republikaner sind total auf Trump fixiert. Die stehen nicht mehr für das, an das du immer geglaubt hast. Trump geht es nur um sein Ego und sein Vermächtnis. Und wenn davon ein paar Amerikaner profitieren... Ein paar Amerikaner? Ein paar. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken wie nie. Bei den Latinos, den Schwarzen, weißen Frauen. Und das hat mit seiner Politik zu tun? Natürlich hat es das. Er hat die Steuern für viele gesenkt und deshalb können sie jetzt mehr Leute beschäftigen. Ja, man hat den Eindruck, sie beschäftigen sich nachher mit dem Gemüseschälen, um dann nicht noch eingreifen zu müssen. Aber ja, ich hatte die Rolle mehr des Beobachters. Und das ist tatsächlich aber ein Streit, der sehr häufig schnell entbrennt zwischen den beiden. Und die werden sich auch, wir haben diesen Sommer auch wieder so eine ähnliche Situation kreiert. Diesmal geht es nicht um Salatschälen, sondern wir haben fürs Barbecue haben wir Maiskolben geschält. Ja, aber
Es ist halt so, dass, glaube ich, dieses Verfestigte dieser Blöcke das schwer macht, da überhaupt die andere Seite zu sehen. Und das ist natürlich für eine Demokratie nicht, und das ist nicht typisch amerikanisch nur, das gibt es, wie Sie sagten, auch in vielen anderen Ländern, auch in Europa. Wir sehen das auch hier bei uns in Deutschland teilweise. Aber da ist es natürlich gleich so mit den entsprechenden Folgen. Aber warum wir auf die USA immer schauen, ist, es ist der wichtigste, größte Bündnispartner. Und wir erleben das jetzt gerade beim Krieg in der Ukraine sehr deutlich. Und dieses transatlantische Verhältnis ist ja auch, man muss es sagen, deutlich enger geworden seit Beginn dieses Ukraine-Krieges. Man hat vorher so ein bisschen auch im Rahmen der NATO gesagt, naja, Macron sagte, es ist eigentlich hirntot, da passiert nicht mehr so viel. Das ist viel enger geworden. Trotzdem gucken wir auch deswegen dorthin, weil da Dinge passieren wie am 6. Januar, der Sturm aufs Kapitol. Die wir auch als, Sie sind genauso als Journalist an solchen Ereignissen interessiert und fragen sich, wie kann so etwas passieren? In der Bevölkerung gar nicht mal jetzt eine Reaktion erfolgt, jetzt ist Trump durch, jetzt verstehen wir gar nicht mehr, was da passiert, sondern im Gegenteil. Ja, im Gegenteil, auch bei den Politikern, die das hautnah miterlebt haben, die teilweise um ihr Leben gefürchtet haben im Kongress, auf dem Kapitol an dem Abend, die haben dann Wochen später nur bereits schon gesagt, also schlimm war das ja gar nicht auf der republikanischen Seite. Und es hat bis auf wenige Ausnahmen, jetzt auch bei den Untersuchungsausschüssen, haben ja nur zwei Republikaner mitgemacht, die dafür jetzt auch abgestraft wurden von der Partei. Allen voran Liz Warren, Liz Cheney meine ich, die jetzt eben nicht mehr ihren Posten haben wird, weil sie abgewählt wurde. Und insofern ist das schon erstaunlich, dass sich das so trennen lässt, weil viele eben sagen, das ist eine Hexenjagd, das ist das Einzige, worauf die Demokraten jetzt ihre Hoffnung setzen für die Midterms. Und ich glaube, was viele verschreckt hat, aber es hat gezeigt, ist immer die Frage, wird es in den USA einen Bürgerkrieg geben oder irgend sowas? Und ich glaube, das nicht, aber die Gefahr, dass es eben Menschen gibt, die bei der nächsten Wahl, die nicht so im Sinne der Republikaner vielleicht ausgehen sollte, dass dann Menschen sagen, okay, jetzt müssen wir selber das in die Hand nehmen. Es ist unsere patriotische Pflicht, notfalls auch mit Waffengewalt irgendwas durchzudrücken. Dass es dann zu Gewaltausbrüchen kommen kann, die Gefahr sehe ich durchaus. Und das ist das Besorgniserregende. Wir sehen ja ganz viele Dinge, die in Europa, auch in Deutschland stattfinden, in einer sehr eklatanten, dramatischen Form in den USA. Sie haben gerade die Waffen angesprochen. Sie schildern in einem Ihrer Bücher eine Situation, als sie aus dem Fenster gucken und Polizeiwagen durch die Straßen fahren, ein Riesenstau entsteht und in dieser Pizzeria jemand mit Waffen eindringt und sagt, ich befreie diese von Pädophilen festgehaltenen Kinder. Man fragt sich ja, kann so etwas in Europa passieren? Die Tendenzen des Populismus und der Radikalität sind sicherlich da. Ist da Amerika Vorreiter? Ist es immer sehr viel radikaler in den USA bei diesen Dingen? Die USA sind in vielen Bereichen ein Land der Extreme. Und das trifft in diesem Fall eben auch zu. Ich glaube, es wird in einem Land von 360 Millionen Menschen eben auch welche geben, die dann sich berufen fühlen, da die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Und das eben auch mit Waffengewalt dann. Und das ist dann natürlich eine Ausnahme auch gewesen. Aber es zeigt, dass das nicht nur, dass Verschwörungstheorien nicht einfach nur so eine spinnerte Idee sind, sondern tatsächlich das Auswirkungen haben kann. Da ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen an dem Tag. Aber das kann durchaus, wir haben es neulich wieder erlebt, dass jemand dann zum FBI-Büro nach dieser Untersuchung des Trumpschen Anwesens in Florida durch das FBI, dann ist jemand hingegangen mit einer Knarre in der Hand und wollte da quasi, ich weiß noch nicht mal richtig, was er da wollte. Auf jeden Fall, das Ergebnis war, dass die Beamten ihn erschossen haben, weil sie sich selbst verteidigt haben. Und das ist immer wieder eine Gefahr, auch in einem Land, wo es eine Menge Veteranen auch gibt, die traumatisiert aus Kriegen zurückgekommen sind, aus dem Irak, aus Afghanistan. Und mittlerweile ist da eine Menge Fokus auch drauf, aber doch sehr viele eben nicht, die psychische Hilfe auch bekommen und dann eben auch alleine gelassen werden. Ganz viele Punkte, ich habe jetzt gerade gesagt, sind extremer und Sie haben das ja gerade bestätigt, extremer auch der Umgang mit Migranten, der Umgang im Zusammenhang mit Rassismus. Wie kommt das? Die USA sind ja, wenn man so will, ein gigantisches Feldexperiment. Seit mehr als 200 Jahren kommen Menschen aus aller Welt in dieses Land. Und es ist immer so, die letzte Einwanderungsgruppe, die gerade noch quasi jetzt gekommen ist, ist dann die erste, die sagt, jetzt ist das Boot aber voll. So ungefähr, habe ich den Eindruck. Und es ist ein Land, das von dieser Dynamik aber auch lebt und profitiert. Und die Erneuerungskräfte in der amerikanischen Gesellschaft sind genau basierend auf dieser
Einwanderung. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es Veränderungen mit sich bringt. Die USA werden noch multikultureller, noch vielschichtiger. Und natürlich ist diese eine Gewissheit, die viele Weiße auch hatten, dass wir zwar aus aller Herren Länder Zuwanderung bekommen, aber die eine dominante Ethnie sind eben die Weißen. Und das verändert sich gerade. Und da ist eine Menge in Bewegung und im Fluss. Und da sind auch Verlustängste dabei, denke ich. Und ich glaube, da ist eine Menge Abwehrhaltung gegenüber einer unkontrollierten Einwanderung. Ich glaube, auch mein Schwiegervater zum Beispiel, dem diese Lage an der Grenze ein Dorn im Auge ist, der sagt auch, Einwanderung ist gut, wir brauchen Einwanderung, aber es soll kontrolliert sein und legal und nicht jeder hier, der nachts über den Rio Grande wartet oder durchwartet und dann hier versickern buchstäblich in den ganzen System. Und das ist das, was vielen schräg liegt. Wir müssen mal auf die Rolle der Medien kommen, die haben Sie auch beschrieben. Da gibt es dann so Sätze wie, Trump ist ja grauenvoll, aber gut für CBS. Ja. Also eine ganz pragmatische Haltung der Fernsehanstalten in den USA, die sagen, wir holen uns unglaubliche Quoten damit. Ja. Medium Fernsehen spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Bei Trump ist es vielleicht die entscheidende Rolle überhaupt gewesen. Sie haben das beschrieben. Wie weit ist das denn heute in den USA so? Naja, auf Twitter ist er ja mundtot gemacht worden. Da reicht er sein Publikum nicht mehr und hat auch nicht mehr, glaube ich, diese Wirkung auf seinen eigenen Kanälen jetzt. Gleichwohl ist das natürlich ein großes Thema. Wobei ich dann immer sage, was war Henne, was war Ei? Ne? Also natürlich ist die Faszination, das haben wir auch in Deutschland in den Medien, wenn Trump auf dem Titel von Zeitung war oder auch Sendung, das ist ein Interesse. Das ist ja quasi die Ausnahme von der Norm gewesen und nach wie vor. Und wir reden immer noch auch darüber. Aber gleichzeitig ist ja nicht so, dass Medien das reindrücken soll, Leute, wir wollen euch hier Trump vorführen, konsumiert das bitte, sondern das bedingt sich beides gegenseitig. Aber es ist schon so, dass, glaube ich, die Medien eine brandbeschleunigende Funktion leider haben dabei und will uns da gar nicht ausnehmen. Aber ich glaube, in den USA, wo man auch sehr viele Medien, die sehr agendagetrieben sind, die eine gewisse Ausrichtung auch haben, in beide Richtungen, nicht nur in die konservative, auch in die andere Progressive, dass es nicht dienlich ist, weil es eben nicht versucht, Seiten zu zeigen, die es auch auf der anderen Seite der Medaille gibt, sondern eben quasi eine Seite bestärkt, weil es sich verkauft, weil es gut ankommt bei der jeweiligen Basis. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich diskursfördernd und letztlich auch nicht demokratiefördernd. Wir haben jetzt sehr viel über Donald Trump gesprochen, weil er ja auch als Synonym oder Passport Toto für diese, sagen wir mal, Radikalität im Populismus steht, Rassismus steht und so weiter. Jetzt hat sich ja mit Biden etwas verändert. Spürt man das im Land? Ja und nein. Also meine Familie zum Beispiel, die sagen, immerhin ist jetzt mit Biden jemand, der ein bisschen staatsmännischer auftritt und den man wieder vorzeigen kann, so ungefähr im Amt. Und gleichzeitig ist bei vielen doch so die Enttäuschung gewesen, sie waren von Anfang an nicht so begeistert. Er war halt nicht Trump. Das war das große Argument für Joe Biden. Ich glaube, insgesamt hat er sich schon sehr bemüht in gewisser Weise. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, hey, klasse, und hoffentlich bleibt er noch eine weitere Amtszeit im Amt, ich glaube. Man hat ja gehofft, dass Kamala Harris sozusagen ihm nachfolgt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, wen gibt es denn da? Da ist noch nicht so richtig klar, wer das sein könnte. Ich glaube nicht, dass es eine zweite Amtszeit Biden geben würde. Sie haben in einem Buch noch mal geschrieben, dass diese Trennung, diese klare Trennung, die wir als Journalisten gelernt haben, in unseren Anfängen von Meinung und Nachricht sich immer mehr auflöst. Das ist überall so. Das ist ein Zeichen auch dieses Populismus. Ja, und es ist auch Social Media geschuldet, weil Social Media das natürlich immer alles, was aufregt, was Traffic generiert, läuft dann auch gut und dadurch ist es auch eher nicht diskursfördernd, sondern eher spaltend. Und ich glaube, da ist auch etwas, was an sozialen Netzwerken, so toll sie für vieles sind und so wichtig auch, wo echt so ein Baufehler in gewisser Weise ist. Ja. Aber erleben wir da in den USA etwas, was bei uns sich dann auch noch fortschreiben wird und vielleicht möglicherweise auch noch stärker ausprägen wird? Sind möglich, die USA da ein bisschen weiter vorne? Ist das schon. Ich glaube durchaus. Also wir sind bei weitem nicht davor gefeit. Wir sind vielleicht ein bisschen, wenn man sieht, in Europa haben wir ja auch in Frankreich, in Italien, auch in Großbritannien eine gewisse Form von Populismus. Und auch hier, glaube ich, ist das nicht. Das ist nicht etwas, was bei uns nicht möglich wäre. Ich glaube, wir sind insgesamt halt ein bisschen, die Deutschen sind ein bisschen
zurückhaltender oder vielleicht auch temperierter in vielem. Wir haben nicht so diese Ausschläge. Wir haben, ich sag nur, 16 Jahre eine Kanzlerin gehabt und davon dreimal eine große Koalition, ja? Also wo eben viel in der Mitte basiert ist und wir haben weniger an den Rändern. Und dahin driftet es in den USA immer mehr, auch in den Parteien. Ne? Also bei den Demokraten mehr so in die progressive Richtung und bei den Republikanern eben eher in diese Trump-Richtung. Aber Ingo Zamperoni muss ich natürlich fragen, in Frankreich haben wir eine ähnliche Entwicklung, nach links und nach rechts, radikal, in Italien auch. Mhm. Und wenn man gehört hat, wie die Wähler darauf reagieren, etwa bei der französischen Wahl, aber jetzt auch bei der Wahl in Italien, dann haben die immer gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Mhm. Kann man nicht demokratische Parteien oder Kandidatinnen oder Kandidaten ausprobieren? Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Das glaube ich nicht, wobei man eben vielleicht schon vorsichtig sein muss, dass es ja doch demokratisch gewählte Kandidatinnen und Kandidaten sind in gewisser Weise. Die aber möglicherweise Teile der Demokratie abschaffen wollen. Die Teile davon abschaffen wollen, das ist richtig. Aber man würde, ich glaube schon, dass man nicht sagen kann, okay, die kann man ja nicht wählen, sondern da sind viele, die gesagt haben, was bislang die Politik uns vorgelegt hat, hat uns nicht erreicht oder nicht befriedigende Antworten bereitet. Dann schauen wir mal, was haben wir da zu verlieren. Und ich glaube, so ein bisschen von der Haltung war eben bei der Trump-Wahl 2016 auch zu spüren oder bei den vielen, die ihn wiedergewählt haben. Und deswegen sage ich jetzt nicht, wird schon alles gut. Also ich glaube schon, dass es da, ne, wenn Rechtsextreme in machtvolle Positionen gewählt werden, dann ist das natürlich besorgniserregend. Aber das ist so ein bisschen das Votum der Wählerinnen und Wähler, gerade in Italien eben auch gewesen, zu sagen, okay, bislang haben ja von den drei Parteien, die jetzt dieses Bündnis schmieden, zwei ja auch regiert. Also Forza Italia und Lega waren ja auch an der Macht und dann schauen wir mal, wie das jetzt damit funktioniert. Naja, aber immer einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, also in den letzten zwei oder vier Jahren lief das so und so und das ist nicht gut gelaufen, bedeutet ja, die Politik hat bestimmte Dinge nicht in den Griff bekommen. Genau. Wie hätte sie denn jetzt einen Ukraine-Krieg oder eine Energiekrise in den Griff bekommen können? Ja. Kann man die überhaupt verantwortlich machen für eine solche Situation? Da sagen ja die Populisten, macht die Pipelines wieder auf, redet mit Putin, der soll Gas liefern, dann ist das Problem gelöst. Das ist ja reiner Populismus. Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die hat, glaube ich, keiner, der gerade in Regierungsverantwortung ist, kommen sehen und sich gewünscht, weil das natürlich eine absolute Ausnahmesituation ist. Und ich glaube, das ist immer so ein Versuch dahinterher zu kommen und sich auf den Sattel endlich setzen zu können, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. In Italien ist es tatsächlich so, dass da auch sehr viel Machtpolitik einfach auch im Spiel ist und da gewisse Unzufriedenheiten auch ausgenutzt wurden, um dann zu sagen, okay, jetzt eigentlich war ja die Regierung Draghi eine sehr mäßigende Regierung und dann hat man gesagt, okay, jetzt nutzen wir das aber aus und es hat geklappt aus Sicht des Rechtsbündnisses da sozusagen. Ich glaube, es ist total schwierig, da jetzt die befriedigenden Antworten sofort zu finden. Aber zu sagen, ja gut, dann versuchen wir es erst gar nicht, ist ja auch keine Lösung. Also ich glaube, deswegen will ich jetzt gerade nochmal auf die Amerikaner, weil sie eben auch nochmal beschrieben haben, das ist eine andere Mentalität. Nicht nur positiv, sondern auch im Negativen. Aber es ist auch eine zupackende Mentalität. Eine, die nicht so schnell klagt, sondern sagt, wir müssen das wieder aufbauen. Wir hatten gerade diesen unglaublich furchtbaren Hurricane in Florida. Wenn wir die Bilder gesehen haben, konnte man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man das wieder aufbauen kann. Ja. Aber die Amerikaner sind so, die bauen das jetzt auch wieder auf. Absolut, ja. Wir in Europa sind da ein bisschen anders. Sie haben ja nun beide Mentalitäten kennengelernt. Sind wir in der Lage, diese Krise jetzt auch ähnlich wie die Amerikaner anzugehen, pragmatisch zu sagen, ja, dann müssen wir eben ein bisschen weniger Temperatur haben und ein bisschen konsequenter mit Sparen umgehen und dann kriegen wir das hin? Das wäre die amerikanische Reaktion. In gewisser Weise schon, ja. Also dieses nicht darauf hoffen und bauen, dass irgendeine Obrigkeit, irgendeine staatliche Einrichtung sich schon drum kümmert, sondern selber anzupacken und zu sagen, okay, Mund abwischen und wieder aufstehen, das ist eine sehr amerikanische Haltung in vielem und hat dem Land auch immer wieder geholfen. Ich glaube, dass es die hier auch gibt in vielerlei Hinsicht, dass wir da auch schon, ich glaube, wer jetzt noch nicht kapiert hat, in welcher Situation wir uns insgesamt gerade befinden, zwischen Pandemie noch und eben dem Krieg in der Ukraine, vor dem Ganzen noch der Hintergrund des Klimawandels und der Klimakrise, was ja noch überhaupt nicht weggegangen ist, sondern on top ist, dass da eben schon viele auch die Ernsthaftigkeit erkannt haben und sagen, okay, wir müssen da jetzt auch damit anpacken und nicht nach dem Motto, naja, lass die anderen mal machen, unser Leben hier soll sich nicht ändern. Ich glaube, dass da schon viele kapiert haben, dass sich da was ändert.
Der Umzug aus den USA nach Deutschland erfolgte mit 3 Kindern. Mhm. Und diese 3 Kinder, die haben auch viel von Amerika mitbekommen. Mhm. Zumindest schildern sie das in ihren Büchern. Auch die Älteste, glaube ich, hat den Spruch America first, beziehungsweise dann geschrieben America think again. Genau. Also die sollen sich mal klar werden, was da überhaupt passiert in den USA. Ja. Wie stark haben die sich jetzt an eine europäische oder deutsche Mentalität wieder gewöhnt? Oder gibt es da so ein... Ach, ich glaube, es gibt immer, so habe ich das auch selber, als ich aufgewachsen bin, immer wieder erfahren, dieses Zuhause-Sein in 2 Mentalitäten und Kulturen und das nicht als Bürde oder Herausforderung zu sehen, sondern als Chance, als Zusatz. Also ich habe das immer empfunden als Bereicherung und so empfinden die das, glaube ich, auch. Und es ist relativ einfach für sie auch zu switchen und zwischen den Kulturen hin und her zu springen und auch die Gemeinsamkeiten zu sehen und immer davon zu profitieren auch. Sie haben ja noch eine sehr enge Beziehung zu den USA wegen der Schwiegereltern und wechseln ja immer noch hin und her. Haben wir eine Chance, eine Perspektive aus dieser tiefen Krise? Der Politiker, der sich jetzt hinstellt und sagt, das ist die schwierigste Situation, die wir seit 1945 haben, ist ja auch der Kanzler zurzeit. Wir müssen da ja, eine Zeitenwende eigentlich in den Fokus nehmen. Mhm. Haben wir eine Chance, das mit unserer Mentalität hinzubekommen? Ich glaube schon. Grundsätzlich bin ich ja der Optimist und das will ich auch den Deutschen manchmal zugute halten. Und diese Glas eher halb voll Sichtweise, die haben hier viele. Und deswegen habe ich in der Pandemie auch angefangen, meine Sendung bei den Tagesthemen mit Bleiben Sie zuversichtlich zu beenden. Einfach weil ich denke, wir haben wirklich so viel auch, worauf wir nicht nur stolz sein können, sondern was wir auch schaffen, trotz allem. Vieles ist Jammern auf einem relativ hohen Niveau auch. Und da nicht immer gleich die Flinte ins Korn zu werfen, sondern zu sagen, okay, jetzt sind die Zeiten nun mal anders. Vielleicht haben wir auch zu lange in einer gewissen Blase der Glückseligkeit gelebt, unberührt von vielem, was der Rest der Welt schon immer oder nach wie vor mitbekommen hat. Und jetzt erreicht es halt eben auch uns. Das könnte man fast schon sagen, endlich mal in gewisser Weise, dass wir da aufwachen und die Welt nicht so in Watte gepackt auch sehen. Und ich glaube, das kommt schon bei vielen an. Das macht natürlich Angst und das ist auch kein Normalzustand, der erstrebenswert wäre natürlich. Aber in gewisser Weise ist er vielleicht realitätsnaher, als was wir davor hatten. Wir haben ja davon gesprochen zu Beginn, dass dieses Verhältnis zwischen USA und Europa und auch zu Deutschland sehr viel enger geworden ist durch den Ukraine-Krieg. Mhm. Aber letztendlich ist ja die Fokussierung der USA in Richtung Asien. Das muss man eindeutig sehen. Ja. Wie stark haben Sie das empfunden? Das ist ja jetzt eine sehr schwierige Situation auch für die USA, auch für die Politik in den USA, die so quasi beide Spielfelder bedienen muss. Ich glaube, das war auch gar nicht auf dem Zettel von niemandem wahrscheinlich, von Präsident Biden, der eben auch die Ausrichtung dieser Pivot to Asia, der unter Präsident Obama ja schon begonnen hatte, weiter fortzuführen, weil für die USA China als der große Gegenspieler nicht nur am Horizont ist, sondern auch schon sehr präsent in vielerlei Hinsicht. Und darauf wollte man sich, glaube ich, konzentrieren. Jetzt hat dieser Krieg in der Ukraine die USA wieder mehr zum transatlantischen Verhältnis zu Europa hin gezogen und hat der NATO dadurch nochmal einen Schub gegeben, auch einen Sinn vielleicht wieder gegeben. Aber diese Ausrichtung nach dem pazifischen Raum, die bleibt nach wie vor stark. Das darf man noch nicht vergessen aus europäischer Sicht, dass das ein Zweiküstenland ist und die eben ein Pazifikanrainer mit sehr vielen Interessen, wirtschaftlichen, geostrategischen in dieser Region. Da werden sie sich versuchen, nach wie vor zu zeigen, gerade auch Taiwan ist jetzt natürlich ein Thema für viele, was passiert. Deswegen waren jetzt auch diese ganzen Delegationen, die Nancy Pelosi, die Sprecherin des Hauses, war zu Besuch da. Was auch kritisiert wurde, als Öl ins Feuer gießen. Ja. Aber in gewisser Weise ist das auch die Haltung, nee, wir zeigen hier Präsenz, das sind unsere Verbündeten, die werden wir versuchen, nach allem Möglichen zu schützen und zu unterstützen. Das wird nicht weggehen. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so, dass es sich jetzt alles abwendet. Natürlich ist die meiste Einwanderung kommt aus Südamerika und Mittelamerika einerseits, aber aus dem asiatischen Raum, weniger aus dem europäischen. Und das verändert auch die amerikanische Gesellschaft und den Blick auf die Welt und auf die, was passiert. In Kalifornien zum Beispiel ist natürlich der asiatische Raum sehr viel näher als das, was bei uns hier in Deutschland passiert. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland nicht immer so, wir sind doch hier auf Augenhöhe, wir sind doch hier so manchmal habe ich so das Gefühl, so, wir wollen der,
der große Bruder, beziehungsweise wir sind der kleine Bruder, der auf Augenhöhe mit dem Großen sein will und sind dann immer beleidigt, wenn es nicht so klappt und der in eine andere Richtung guckt, aber es gehört auch dazu. Hat ja viel mit Motivation zu tun. Mhm. Ihr Schlussspruch bei den Tagesthemen, den nehmen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen anders auf. Es gibt ja auch den Grundsatzspruch, leave them laughing. Also man sollte mit Lockerheit aufhören. Ja. Sie tun das in den Tagesthemen. Diese Zuversicht ist vielleicht ja auch eine Zuversicht, die daraus kommt, dass wir wirklich auch noch mal merken, USA und Europa stehen da in dieser Krise zusammen. Und das könnte ja tatsächlich auch eine Lösung mit herbeiführen. Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Es gibt nur gemeinsame Lösungen für sowohl die Energiekrise als auch auf jeden Fall die Klimakrise. Da müssen wir aber auch die Russen und die Chinesen und auch alle mit an Bord kriegen. Also das ist jetzt nicht nur ein transatlantisches Problem, das man da gemeinsam anfasst. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Chance und wir haben auch gar keine große Wahl oder eine andere Wahl als diesen Multilateralismus. Und das ist ja das, was wir gehofft hatten unter Biden, dass das wiederkommt. Und so ist es ja auch wiedergekommen, dass das eben, that's the way sozusagen. Ja. Und ich glaube, dass da eine Menge Chancen und Perspektiven darin auch sind, bei allen Hindernissen und allen Beschwerden, die wir noch vor uns haben. Bin mal gespannt auf die Dokumentation. Ganz herzlichen Dank, Ingo Zapparoni, dass Sie bei uns waren. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.